Hallo, hier zur Information. Ich wurde gefragt, in einem Kommentar hier bei diesem Video Sensation im Fall Rebecca Reusch, alle fünf Zeugen sagen die Wahrheit, bla bla bla, das ist schon ein älteres Video. Da hat jetzt jemand gefragt, Adlogic TV, der Fall von Rebecca Reusch wird neu bearbeitet. Wirst du bei Neuigkeiten ein erneutes Video machen? Ich habe dazu schon ein Video gemacht. Das findet man alles über meine Website. Hier, was YouTube angeht, da laufen gerade noch zwei Verwarnungen. Da gab es eine vom 29. März, angeblich wegen Hassrede. Ich bestreite das. Beschwerde wurde abgelehnt. Dann gab es am 8. April eine wegen medizinische Fehlinformationen. Auch das bin ich nicht einverstanden, der Beschwerde abgelehnt. So, bei einer dritten Verwarnung wird der Kanal gelöscht. So, das heißt, also solange hier Verwarnungen aktiv sind, habe ich sowieso nicht vor, weitere Videos zu machen. Und danach habe ich es auch nicht vor, aus momentaner Sicht. So, also inhaltliche Videos. Das ist hier jetzt eine Ankündigung. Sowas kann man machen. Zeitweise habe ich aber gedacht, ja gut, ich kann einen Trailer machen, wie ich das in der Vergangenheit schon gemacht habe, aber also jetzt ist gar nichts möglich, ja. Gut, und eben auch nichts geplant, so muss man sagen. Man kann, ja, gut, das wäre es eigentlich schon. Also meine Website ist ja bekannt, wird ja immer wieder verlinkt und da kann man sich einfach, die neue Artikel sind hier seitlich. Oder man geht hier im Inhaltsverzeichnis auf die neuesten 30 Artikel. Dann hat man hier, da ist zum Beispiel was mit Rebecca Reusch, der Artikel, der Artikel, der drei Artikel zum Fall Rebecca Reusch habe ich gemacht. Und ja, okay, soweit diese Info. Also, das heißt, ja, ist jetzt von mir, wie gesagt, auf YouTube so schnell nichts zu erwarten mehr. Und ja, sonst noch was? Okay, soweit dazu.